Hallo Leute, seid herzlich willkommen zum zweiten Part von dem Witchery-Tutorial von mir. Ich starte hier wieder in meinem Haus mit den Schafen da hinten. Hallo. Hallo. Und ja, wir machen heute mit dem zweiten Part weiter. Heute werde ich euch die ganzen Puppen erklären, die es hier gibt. Die einen mehr, die anderen weniger. Also auf eine gehe ich sehr speziell drauf ein, da man sie auch im Singleplayer halt am meisten so benutzt und die ist halt am besten, sag ich jetzt einfach mal, aber auch eine der teuersten. Und dazu bin ich hier wieder in meinem Raum und zwar gehe ich jetzt hier durch dieses Portal. Dazu wird auch noch ein Tutorial kommen, wenn ihr das wollt. Und ja, dann geht's hier raus mit dem wieder hoch und da wären wir dann auch schon. So, das erste Crafting-Rezept, was ihr braucht, ist eine Bone Needle. Die macht ihr mit einem Knochen und einem Flint daneben. Könnt ihr auch hier oben hinpacken, wenn ihr wollt. Bekommt ihr 8 Bone Needles raus. Wenn ihr Attack of the B-Team spielt, müsst ihr aufpassen. Es gibt 2 Arten von Bone Needle. Einmal die von Witchery und einmal von Necromancy. Necromancy erkläre ich dann irgendwann anders, aber jetzt erkläre ich halt erstmal Witchery. Ja, die Witchery Bone Needle craftet man sich halt so. Und das sind die ganzen verschiedenen Puppen hier so aufgestellt. Ich zeige sie euch jetzt nur mal ganz kurz einmal durch. So, bis hier. Das sind die verschiedenen Puppen, die man hat. Das hier ist eine Armor Protection Puppet. Und zwar, wenn eure Rüstung kaputt geht, kriegt ihr eure Rüstung wieder und zwar komplett. Also die komplette Rüstung wird ja wiederhergestellt, sag ich jetzt mal. Aber die Puppe ist dann halt weg, ne? Geht nur einmalig. Dann gibt es hier noch die Earth Protection Puppet, die schützt euch vor Fallschaden. Dort dasselbe wie mit der Rüstung, nur wenn ihr halt durch Fallschaden sterbt oder sterben würdet, geht halt diese Puppe kaputt und ihr lebt immer noch. Das ist die Water Protection Puppet, die schützt euch vor dem Ertrinken. Die Fire Protection Puppet vor dem Feuer. Lava meine ich aber auch, also wenn ihr in Lava badet oder so. Dann die Hunger Protection Puppet, die schützt euch halt vor Hunger, Tod. Dann die Tool Protection Puppet. Die macht dasselbe wie die Armor Protection Puppet, nur halt mit euren Werkzeugen. Sperrt meine ich auch. Dann das Wichtigste eigentlich, die Death Protection Puppet. Die sieht auch ein bisschen anders aus von der Schrift. Ist so die Wichtigste. Auf die gehe ich später nochmal neu. Auf die gehe ich später nochmal ein. Gut, dann haben wir noch die Voodoo Protection Puppet. Und zwar gibt es hier die Voodoo Puppet. Damit kann man andere Spieler runterschubsen und ich glaube auch irgendwie Schaden zufügen. Aber das geht halt nur gegen andere Spieler. Also nur eben Multiplayer nützlich. Kann man dann Leute so umherschieben, einfach 5 Blöcke zurückgeschoben oder nach vorne schieben und so weiter. Ohne dass der einen sieht, denn das geht komplett, auch wenn man selbst ein paar tausend Blöcke weit weg ist. Und die Voodoo Protection Puppet, die schützt euch halt vor dieser Voodoo Puppet. Das heißt, die hat keine Wirkung. Dann gibt es noch die Vamprick Puppet. Ich glaube, die ist für Schaden, weiß ich jetzt aber nicht so genau. Also wenn ihr jemand anderem schaden wollt. Dann gibt es hier noch die Puppet Protection Puppet. Die schützt euch halt generell vor allen Puppen. Deshalb auch so blau wie die Death Protection Puppet, weil die halt quasi alle anderen vereinigt. Und dann gibt es noch die ganz normale Puppe, die man zum Craften der ganzen anderen braucht. Wie man diese Puppe craftet, die ganz normale, das zeige ich euch hier. Und zwar mit 2 Spanish Moss, die ihr aus dem ersten Teil kennen solltet. 4 Wolle, einem String und einer Bone Needle, die ihr gerade da vorne gesehen habt. Was ich im letzten Part noch vergessen habe, sage ich jetzt mal, Spanish Moss kann man einfach irgendwo platzieren, wie ganz normale Lianen heißen sie in Minecraft. Die wachsen dann ja auch, nur dass Spanish Moss ziemlich schnell wächst. Ja, so craftet ihr euch halt eine Puppe. Dann braucht ihr für das nächste Crafting-Rezept hier, für die Distillery, braucht ihr einen Attuned Stone. Den craftet ihr aus einem Lava-Bucket, einem Diamanten, einer Whiff of Magic, die man macht, indem man Raven Zipling in Witches Ofen packt, was ich euch auch im ersten Teil erklärt habe. Dann kommt eine Whiff of Magic manchmal raus. Wie gesagt, bei den Raven Zaplings. Und daraus macht ihr euch einen Attuned Stone.
Diesen Ethereum Stone braucht ihr zum Craften der Distillery, also der Distilliermaschine, wie ich gerade schon gesagt habe. Hier zwei Gold, eine Ethereum Stone, ein bisschen Eisen und die Clay Jars aus dem ersten Teil. Dann bekommt ihr eine Distillery. Diese Distillery könnt ihr ganz einfach irgendwo hinstellen. Hier unten bei dem Flaschensymbol halt Clay Jars rein. Und dann hier oben das jeweilige Rezept und da kommt dann was raus. Das dauert ein bisschen. Und ja, die braucht ihr dann zum Craften der nächsten Sachen. Gut, damit die Distillery funktioniert, braucht ihr allerdings einen Altar. Diesen Altar, hier als Block gezeigt, craftet ihr hier mit 4 Stone Bricks, die ihr auch aus Minecraft kennt, 2 Roven Wood, einer Wasserflasche, ein Exhale of the Horned One. Die macht ihr, indem ihr Oak Saplings in den Witch's Ofen packt. Und aus einer Breath of the Goddess, die bekommt man, wenn ihr Birch Saplings in den Witch's Ofen packt. Daraus bekommt man dann 3 Altarblocks, dieses ganze Rezept braucht man 2-mal. Und zwar hat man dann 6 Altarblöcke, wie jeder weiß, und die muss man so anordnen, also 3, also quasi 3x2. Dann kommt da automatisch dieser rote Teppich drauf, wenn es funktioniert hat. Und das ist ein Altar. Mit Rechtsklick könnt ihr gucken. Dieser Altar hat jetzt 240 von 240 Power. Und diese mal 1 zeigt halt, wie schnell das steigt. Das heißt, jetzt einmal pro, ich glaube, Sekunde oder so steigt es halt. Und das kann man, ich glaube, das höchste ist 6 oder so. Wie man den Altar aber pusht, das zeige ich euch irgendwann anders. Denn hier braucht man einfach nur den Basic-Altar mit 240. Und halt mal 1 braucht man hier nur. Wenn der ungefähr in der Nähe der Distilliermaschine steht, kann man diese auch benutzen. Gut, jetzt brauchen wir die Death Protection Puppet. Die schützt euch nämlich generell vor dem Tod. Und die zeige ich euch gleich auch nochmal, indem ich da Wasser hin platziert habe. Und ja, ich habe gerade extra Wasser gesagt. Und zwar braucht man eine Puppe, 4 Gold Nuggets außenrum. Eine Diamond Vapor und eine Drop of Luck. Die Diamond Vapor macht man sich mit in der Destilliermaschine mit 3 Clay Jars, also mindestens 3 Clay Jars, kann man natürlich auch mehr reinpacken, einem Diamanten und einer Oil of Vitriol. Die Oil of Vitriol macht ihr mit einer Full Fume und einem Quick Lime. Die Full Fume macht ihr, wenn ihr Oakwood, normales Oakwood, in den Witch's Ofen packt, bekommt ihr einmal Kohle und einmal eine Full Fume, also manchmal. So. Dann, Moment, braucht man die und ein Quicklime, das macht man, wenn man Wood Ash, also halt auch das Hauptprodukt eigentlich aus dem Witch's Ofen, in den Crafting-Feld legt, bekommt man Quicklime. Genau, das braucht man auch. Und ja, da bekommt man halt diese 3 Sachen raus. Und da, die beiden erkläre ich jetzt nicht, Slime Ball sollte bekannt sein, Gypsum braucht man später. Und eine Oil of Vitriol eben. Und ja, dann macht man sich hier halt die Diamond Vapor. Dann braucht man noch eine Drop of Luck, die dann schon etwas teurer ist. Diese Death Protection Puppet ist aber auch schon ziemlich gut, deshalb ist es den Preis auf jeden Fall wert. Drop of Luck macht man sich mit diesen 3 Sachen. Einer Wasserflasche, einem Mutantis Extremis, was man macht, indem man 8 Mutantis, Crafting-Rezept von Mutantis halt im ersten Part, und einer Netawarze packt, bekommt man 8 Mutantis Extremis. Dann braucht man noch ein Refine Evil. Das bekommt man mit einer Diamond Vapor und einer Gasträne in einer Destilliermaschine. Gut, das war die Death Protection Puppet, die nehme ich hier mal ganz kurz raus. Und hier steht noch drunter Not Bound. Das ist sehr wichtig, denn jetzt würde sie nicht funktionieren und ich würde trotzdem in dieser Lava sterben. Dafür braucht man nämlich jetzt ein Taglock Kit, heißt das Ganze. Dafür braucht man eine Glasflasche und eine Bone Needle. Dann nimmt man sich ein Taglock-Kit. Da steht Not Bound auch drauf. Und jetzt müsst ihr entweder einen anderen Spieler damit entweder rechtsklicken oder hauen. Ich weiß es nicht. Ich glaube rechtsklicken. Ja, ich glaube rechtsklicken auf einen anderen Spieler halt damit. Damit man das damit man Taglock-Kit von einem anderen Spieler bekommt. So, jetzt kann man sich natürlich selber nicht die Haare rauszupfen. Und im Singleplayer hat man auch keinen anderen Spieler. Deswegen ist das jetzt etwas blöd, aber es gibt auch die Möglichkeit mit einem Bett, wo man mindestens einmal drin geschlafen haben muss, habe ich jetzt schon mal gemacht, drin geschlafen und dann rechtsklick auf das Bett, klingelt es ein bisschen und ich habe jetzt Bound Timmermail LP.
Das geht halt auch mit anderen Spielern, insofern sie in diesem Bett geschlafen haben. Ich glaube, mit dem letzten, der in diesem Bett geschlafen hat, geht es. Das heißt, wenn ihr in einem Multiplayer seid und dann einen anderen nicht die Haare rauszupfen wollt, denn dann bekommt er unten im Chat eine Nachricht. Und wenn er sich ein bisschen mit Richie auskennt, weiß er genau, ja, ihr wollt ihn trollen oder wie auch immer. Deshalb mit dem Bett ist eine schönere Variante. Jetzt noch die Death Protection Bubble und das Taglock-Kit, was gebaunt ist, gebauntet, wie auch immer, Bounty. Dann zusammen craften, haben wir eine Death Protection Puppet in Klammern TMMLP, Moment, ich ziehe sie mal hier hin, mit Bound TMMLP. Und das, die können wir dann irgendwo im Inventar mit uns rumtragen. Und die hier, die nehme ich mal eben weg und packe sie in die Crafting Table, warum zeige ich euch gleich. Und wenn wir jetzt hier in diese schöne Lava springen, habt ihr gesehen, ich brenne jetzt auch nicht mehr, ich habe Fire Resistance durch diese Puppe bekommen. Da ich halt an Feuerschaden gestorben bin und jetzt brenne ich halt weiter. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Hey, wieso brenne ich denn nochmal? Ach nee, ich sterb wohl. Jetzt gehe ich mich vergraben, weil ich... Ah, dann doch nicht. Glück gehabt. Gut. Ihr habt gerade dieses Klingen wieder gehört. Und zwar ist jetzt die Death Protection Puppet weg. Und meine Leben haben sich wieder aufgefüllt. Ich hoffe, das habt ihr gesehen, wenn ich zurückspule. Oder gleich seht ihr das dann nochmal. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie hole ich mir meine Nahrung wieder. Okay. Hier mal eins. Gold. Ich gönne mir mal einen goldenen Apfel. Oder? Nee. Denn hier gibt es interessanterweise in dem ganzen Modpack keinen einzigen, und zwar wirklich keine einzige normale Milch, die man trinken kann. Finde ich ein bisschen blöd. Gibt's nicht. Ich nehme mir jetzt nochmal ein Stack Steak. Sieht irgendwie eklig aus. Da. Hat eh nicht genug geholfen. Ich bin echt ein Tollpatsch. Ja. Heal. Da, das sollte jetzt aber reichen. War sogar zu viel. Gut, ja, soweit dazu. Jetzt kann man aber noch sich ein Puppet Shelf bauen. Und zwar mit einer grünen Wolle, 4 Nether Bricks und 4 Attuned Stones. Also relativ teuer, also es geht eigentlich. Aber nein, die Attuned Stones machen es halt so ein bisschen teuer. Das Ding könnt ihr irgendwo hinstellen, könnt ihr auch mit einer Spitzhacke ganz einfach abbauen. Und ihr könnt ihr bis zu 9 Puppets reinhauen. Ihr seht, die ist jetzt oben links, ich kann sie auch rechts, dann ist sie unten rechts. Oder ich packe sie einfach in die Mitte. Das Ding ist quasi ein Chunkloader, was ihr vielleicht aus Feed the Beast oder so kennt. Das heißt, der lädt dauerhaft einen Chunk. Chunks sind halt diese Dinger. Moment. Die Dinger, also das im Grün eingerahmte ist ein Chunk. Müsste ein Chunk sein. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Chunks die laden. Ich glaube mehr als ein. Aber naja, die Lava ist auf jeden Fall nur im selben Chunk, von daher sollte es kein Problem sein. Übrigens, die Chunks sieht man dann mit F9 und irgendwas ist jetzt gerade... Achso. Ja, okay. Okay, okay. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Ja, ich nehme noch auf. Gut, ja. Aber das ist jetzt hässlich. Moment kurz. Ich packe das auf die Taste. So. Jetzt sollte ich F9 drücken können, ohne dass das in meinem Aufnahmeprogramm spackt. Genau. Richtig. Ja, jetzt haben wir hier unsere Protection Puppet und wenn wir das Ganze jetzt nochmal machen, jetzt gehe ich aber schneller raus. Ich hoffe, dass ich jetzt verreck. Na, verreck ich? Ja, ich verreck. So, jetzt habt ihr dieses Klingen gehört. Ich habe die Hälfte meiner Herzen bekommen. Außerdem noch Fire Resistance, weil ich ja gerade fast an Fire Resistance gestorben wäre und diese Puppe ist weg. Genau, so könnt ihr euch halt quasi... Müsst ihr die nicht im Inventar haben, sondern nur im Bereich dieser Puppet Shelf stehen. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Das war es so eigentlich über die Puppen. Die muss ich jetzt noch nicht nur extra zeigen. Da müsst ihr die Welt teilweise auf den Server laden. Und es wird zu lange dauern, die ganzen Puppen zu zeigen. Ich habe euch jetzt die Death Protection Puppet gezeigt. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie halt alle anderen vereinigt. Also die, zumindest die einem vor dem Tod schützen, egal wie. Vereinigt die halt und außerdem brauchen wir die später noch für ja,
die weiteren Sachen in Witchery. Brauchen wir die noch? Und ich weiß gar nicht, was mit der Fire Protection Puppet ist, ob die auch reicht, aber die ist halt auch ziemlich teuer. Mit 2 Ember Moss und 2 Wool of Bad und so weiter, Wool of Bad und so. Da können wir dann irgendwann später drauf. Also die Death Protection Puppet ist leichter zu craften, das sei euch gesagt. Gut, ja, das war's so mit diesem Tutorial. Ich hoffe, auch dieses Tutorial hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo ich dann irgendwas anderes vorstelle. Was genau, weiß ich noch gar nicht. Ich schätze mal Ritual, Kreide, Rituale, etc. Ich werde mal schauen, dann werden wir etwas weiter auf den Altar eingehen und was man da noch so alles verschönern kann und so weiter. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.